Sehr verehrte Frau Rektorin, liebe Frau Stolberg-Rielinger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit aber auch gern nutzen, Ihnen zunächst mal von ganzem Herzen zu gratulieren. Jetzt zur zweiten Tranche im Exzellenzcluster. Das Themenfeld Religion und Politik, eigentlich müsste man sagen, die vielen Themenfelder Religion und Politik, die haben ganz offensichtlich Konjunktur. Das gilt übrigens auch für die Religionsfreiheit. Auch die Religionsfreiheit hat riesig Konjunktur, allerdings in manchmal etwas ambivalenten Zusammenhängen. Also, dass sie Konjunktur hat, will ich an drei Beispielen kurz nennen. Ganz neue Entwicklungen. Etwa das britische Parlament hat gerade eine Arbeitsgruppe eingerichtet, vor wenigen Monaten, zum Thema Religionsfreiheit, und zwar überparteilich, alle Parteien machen mit, und, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Unterhaus und Oberhaus, ne? Also die Lords und die Commons gemeinsam für Religionsfreiheit, finde ich gut. Das EU-Parlament ebenfalls hat vor wenigen Monaten eine Arbeitsgruppe eingerichtet zum Thema Religionsfreiheit. Und derzeit ist die EU jetzt ganz unabhängig davon, in den letzten Zügen, ist ja allerdings schon länger, in den letzten Zügen der Erarbeitung von Guidelines zu Religionsfreiheit in den Außenbeziehungen. Es geht darum, dass 27 Staaten koordiniert ihre Infrastruktur, die sie haben, was weiß ich, in Kairo, in Amman, in Peking, nutzen wollen, um Prozessbeobachtung zu betreiben, um vielleicht Angehörige von bedrohten religiösen Minderheiten einzuladen bei Konferenzen, ohne ihnen das Etikett Minderheit so auf die Stirn zu kleben, kann man ja klug machen. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, auch Visavergabe zu beschleunigen. Die Infrastruktur vor Ort, 27 Staaten koordiniert, das könnte schon was bringen. Tolle Sache. Also mit anderen Worten, da ist viel unterwegs in der Religionsfreiheit, das Interesse ist groß. Allerdings begegnet einem mit dem Interesse immer auch sehr viel Skepsis. Was ist denn das überhaupt, die Religionsfreiheit? Und wozu ist sie gut? Was soll sie? Religionsfreiheit als Menschenrecht, kann das überhaupt funktionieren? Das ist eine Skepsis, die von ganz unterschiedlichen Seiten kommt. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die die Religion von ganzem Herzen lieben, aber mit dem freiheitsrechtlichen Umgang nicht immer auf gleichermaßen gutem Fuße stehen, kann man Beispiele bringen. Auf der anderen Seite gibt es dann diejenigen, die die Freiheit lieben, aber überhaupt nicht verstehen, was das potenziell mit Religion zu tun haben könnte. Und da gibt es natürlich auch solche, die weder die Freiheit mögen, noch die Religion mögen. Ja, das ist auch klar. Aber von daher ist die Religionsfreiheit ein Recht, ein Menschenrecht, das nicht nur in der Praxis jeden Tag dramatisch verletzt wird, sondern auch sehr fundamentalen Anfragen ausgesetzt ist. Und ich habe mich jetzt entschieden, hier vor allem über diese eher grundlegenden Anfragen zu sprechen und nicht sozusagen die Liste des alltäglichen Horrors zu praktizieren. Ich denke, das meiste ist Ihnen auch jedenfalls in den Grundzügen bekannt. Anfragen. Dementsprechend habe ich meinen Vortrag in drei, also ganz klassische Teile geteilt. Zunächst Anfragen in der Tat, die will ich ein bisschen ausbuchstabieren. Der zweite Teil Klarstellungen, der dritte Teil Antworten. Also Anfragen. Frau Stolberg-Rielinger hat ja schon relativ intensiv angesprochen die Beschneidungsdebatte, genauer gesagt die Debatte um rituelle Knabenbeschneidung, die uns im letzten Jahr ja richtig geschüttelt hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber doch immerhin sagen, ich war schon auch erstaunt über manches. Auch ein Stück weit erschrocken. Nicht, dass darüber emotional diskutiert wird. Das ist das Normalste von der Welt. Wie soll man denn anders diskutieren als emotional über so ein schwieriges Thema? Auch manche Aggressionen kann man ja verstehen, aber der ätzend verächtliche Tonfall, wo sie vielleicht eine neue Variante von Populismus ankündigt, wo Religionskritik ins populistische Beschimpfung abgleitet, das ist schon erschreckend. Und der Blick in Leserbriefspalten, auch der sogenannten Qualitätspresse, war oft ein Blick in Abgründe.
Religionsbeschimpfung in einem Gestus von Aufklärung, aber sozusagen Aufklärung mit dem erhobenen Zeigefinger, passiert mir übrigens manchmal auch, aber gleichzeitig verstopften Ohren, da will man gar nichts wissen, da will man gar nichts hören. Man meint ja genau zu wissen, Beschneidung ist doch nichts anderes als ein archaisches Wüstenritual, eine Maßnahme von Wüstenvölkern, die noch keine Duschen kannten. Das kann man dann Dekonstruktion nennen, aber es ist die Vulgärvariante der religionskritischen Dekonstruktion, die dann in Empfehlungen im Kommandoton münden, bitte mal öfter duschen, haben wir das Problem noch gelöst. Ja, so in diesem Tonfall. Ich selber konnte es nicht vermeiden, etliche Interviews zum Thema durchzuführen. Und das ist jetzt kein Witz, wenn ich Ihnen sage, das ist mir sicher ein halbes Dutzend Mal passiert, dass die erste Frage folgende war, ziemlich wörtlich: Was hat denn jetzt Vorrang, die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte? Kein Witz. Die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte, wo man ja zunächst mal sagt, oh, Moment mal, also die Religionsfreiheit ist zwar sicher nicht das einzige Menschenrecht und bei den Menschenrechten kann es auch schon mal ziemlich kompliziert sein, aber natürlich handelt es sich bei der Religionsfreiheit um ein klassisches Menschenrecht, international anerkannt, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und so weiter und so fort. Ich will Sie nicht mit Hausnummern plagen. Natürlich ist die Religionsfreiheit ein Menschenrecht. Das war anscheinend nicht so ganz klar. Und man kann es beobachten in unseren Breiten in Deutschland, stärker noch in Holland, stärker vielleicht noch in Skandinavien, auch in England, dass die Frage immer deutlicher gestellt wird, nicht nur in akademischen Kreisen, handelt es sich bei der Religionsfreiheit eigentlich um ein Menschenrecht, das zu Unrecht in den Katalog der Menschenrechte reingerutscht wird. Ich meine, die Human Rights haben doch was mit der humanen Dimension zu tun. Ne? Sonst hießen sie nicht Human Rights. Und Religion, da geht es um das Transhumane, das manchmal auch ins Inhumane abrutschen kann. Aber was ist denn da das Humane? Ja, die Religionsfreiheit, außerdem ein Recht, Frage, privilegiert sie nicht religiöse Weltsichten? Und die Menschenrechte sollen doch universalistisch sein. Steht ja nicht statt des Menschen der Homo religiosus im Zentrum und deshalb Privilegien, Fragezeichen. Menschenrechte sollen Freiheit sein. Bei der Religion geht es manchmal um Unterwerfung unter Gott. Wie kann das zusammenpassen? Bei den Menschenrechten Gleichheit. Ja, und in der Religionsfreiheit, da kommt manchmal Klientelismus und Hierarchie und allerlei sozusagen nach vorn. Passt das zusammen? Passt das zusammen? Und immer mehr Menschen, auch in der Human Rights Community, sind geneigt, diese Frage, tja, eher skeptisch zu intonieren. Also ein entschiedenes Nein erfolgt eher selten, obwohl es auch das gibt. Ein entschiedenes Nein. Aber während man generell weiß, klar, Menschenrechte heißt Meinungsfreiheit, heißt Versammlungsfreiheit, heißt Gleichberechtigung der Geschlechter, heißt vieles andere, das ist klar, wird man bei der Religionsfreiheit auf einmal sehr verhalten und sehr vorsichtig. Und es gibt manche, die wünschten sich sozusagen die Rückkehr zum Jahre 1789, in der französischen Revolutionserklärung der Menschenrechte, da steht die Religionsfreiheit nämlich nur als Subkategorie der Meinungsfreiheit. Ja? Also niemand soll wegen seiner Meinungen belästigt werden, même les religieux. Ja? Also selbst religiöse Meinungen müssen irgendwie drin sein. Ja? Also in diesem Sinne, Meinungsfreiheit und ein bisschen Privacy und ein bisschen Versammlungsfreiheit, das reicht doch. Und alles, was darüber hinausgeht, ist das nicht irgendwie verdächtig? Ist das nicht irgendwie Privilegienwirtschaft mit Universalismus der Menschenrechte unvereinbar? Fragezeichen. Diese Frage steht im Raum und es ist ziemlich neu, dass die Frage so deutlich gestellt wird. Das ist auf dem Hintergrund dessen, dass ja nach wie vor die Religionsfreiheit auch von ganz anderer Seite angefragt, attackiert und zum Teil umgedeutet wird, nämlich zum Teil von Seiten derjenigen, die, wie gesagt, die Religion lieben, aber einen freiheitsrechtlichen Umgang mit Fragen von Religion und Weltanschauung für schwierig halten, vielleicht sogar für im Grunde blasphemisch halten. Bekanntlich hat sich auch die katholische Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil schwer getan mit der Religionsfreiheit. Das ist noch eine freundliche Formulierung. Also wenn man den Syllabus Errorum liest von 1864, da ist dann die Rede, dass die Religionsfreiheit
zur Seuche des Indifferentismus führt, das sind starke Worte. Dahinter die Angst, Religionsfreiheit bedeutet es nicht, die Verkehrung der Verhältnisse, dass das Heilige zum Objekt individueller Wahlentscheidungen wird, persönlicher Präferenzen, rechtlich abgestützt, wo dann die Advokaten ihre Geschäfte noch draus machen können. Ist das nicht eine Verkehrung der Ordnung? Ist es nicht eine Gefährdung der Moral, eine Gefährdung des Ernstes menschlicher Existenz? Diese grundlegenden Fragen schlichtweg zum Gegenstand persönlicher Rechte zu erklären. Die katholische Kirche hat vor 100 Jahren diese Frage entschieden mit Nein beantwortet. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann das zustande gebracht, was man nun wirklich mal einen Paradigmenwechsel nennen kann mit Fug und Recht. Aber solche kritischen Anfragen sind auch heute noch gang und gäbe. Jetzt weniger in unseren Breiten, aber anderswo. Nur kann sich heute mittlerweile niemand mehr leisten, so Klartext zu sprechen, wie Pius IX. Das noch konnte, sondern die Fragen werden sozusagen eher etwas anders gewendet, nämlich, dass man sagt Ja zu den Menschenrechten und dem Ja ein Aber folgen lässt. Manchmal ein ziemlich heftiges Aber. Ja zur Religionsfreiheit, aber, ja, also etwa im März diesen Jahres im Menschenrechtsrat in Genf, Debatte 5 Stunden lang über Religionsfreiheit. Ne? Also alle Staaten der Welt melden sich. So, und dann steht auf der Liste derer, die Schreckensliste sieht man dann so auf dem Screen, wie viel noch reden. Saudi-Arabien, da ist man natürlich neugierig. Was mögen die Saudis sagen? Der saudische Repräsentant preist dieses Recht. Er schwärmt von dem Right to Religion. Okay, eine Kleinigkeit fehlt. Ich meine, das Recht heißt nicht Right to Religion, das heißt, immer noch abgekürzt, Right to Freedom of Religion. Und wenn man dann die Freedom-Komponente weglässt, ist das keine Kleinigkeit. Ja? Dann klingt Right to Religion so ein bisschen wie das spirituelle Äquivalent zum Right to Food. Ja? Und der Staat ist in erster Linie dann dafür verantwortlich, dass die Nahrungsvergabe Standards der Gesundheit verpflichtet bleibt. Also das heißt, aus dem Freiheitsrecht wird faktisch das Gegenteil. Es wird sozusagen, sagen wir mal, in einer rhetorischen Verbeugung dieses Recht akzeptiert, aber es wird genau ins Autoritäre verbogen. Und dieses erlebt man häufig. Nicht immer so drastisch und so klar, aber man erlebt es ganz häufig. Etwa, ich bringe noch 2 Beispiele, etwa mehr als 10 Jahre lang gab es in der UNO Debatten zu dem ernstzunehmenden, schwierigen Thema Religionsdiffamierungen. Resolutionen kamen auf den Tisch, im Menschenrechtsrat, auch in der Generalversammlung, jeweils mit dem Titel Combating Defamation of Religions. Eingebracht wurde das von Pakistan. Jetzt weiß man, also Pakistan ist möglicherweise der Staat mit der härtesten Anti-Blasphemie-Gesetzgebung. Da steht auf ganz vage definierte Blasphemietatbestände der Tod. Die Todesstrafe ist auch übrigens mehrmals verhängt worden, auch in den letzten Jahren. Sie ist nie vollstreckt worden, Gott sei Dank. Aber man muss sich das vorstellen. Pakistan im Namen der Islamischen Konferenz, im Namen, aber auch mit Zustimmung vieler Staaten, bringt das auf den Tisch. Und die Gefahr ist, dass dann sozusagen Blasphemiegesetzgebung sehr drastischer Prägung eine Art menschenrechtssemantische Deckung kriegen könnten und das irgendwie mit der Religionsfreiheit verbrämt wird. Meine Vorgängerin Asma Jahangir, die übrigens auch aus Pakistan stammte, hat auf dem Höhepunkt der Debatte, die damals um die dänischen Karikaturen tobte, klar gesagt, nein, die Religionsfreiheit ist was ganz anderes. Die Religionsfreiheit kann nicht sein, ein Recht von Kritik, auch von scharfer Kritik, verschont zu werden. Und diese ganze Debatte um Defamation of Religions ist was anderes. Wir sind übrigens im Moment diese Debatte los. Vielleicht kommt sie wieder. Wir haben im Moment andere Debattenlinien eröffnet, vielleicht kreativere Debattenlinien in der UNO. Letztes Beispiel. Die Religionsfreiheit kann auch dadurch verbogen werden, dass man sie ganz und gar dem Thema Rassismusbekämpfung subsumiert. Da gibt es übrigens interessante und empirisch plausible Zusammenhänge zwischen religiöser Diskriminierung, Verletzung der Religionsfreiheit, rassistischer Diskriminierung, Fragen der Rassismusbekämpfung.
Wenn man aber konzeptionell die Religionsfreiheit ganz und gar da unterbringt, führt das faktisch zu einer Ethnisierung des Religionsbegriffs. Das Thema Religion wird behandelt wie ein quasi ethnisches Gruppenmerkmal. Und was herausfällt, ist die eigentliche Testfrage, wo sich nämlich entscheidet, ob wir es mit einem Freiheitsrecht zu tun haben, nämlich der Umgang mit Glaubenswechsel, der Umgang auch mit Einladungen zum Glaubenswechsel, also Konversion, Mission. Das sind die empfindlichsten Themen, die aber eben auch keine Kleinigkeit darstellen, sondern die eigentliche Testfrage darstellen. Das rutscht dann sozusagen konzeptionell heraus. Auch da muss man aufpassen. Es gibt in der UNO eine eigene Arbeitsgruppe, die sich im Moment darum bemüht, die Antirassismuskonvention aus den 60er Jahren fortzuschreiben, um das Thema Religion. Da bestehen große Gefahren, dass hier also auch wieder kategoriale Verschiebungen stattfinden. So, damit komme ich also zum Ende des ersten Drittels. Wir haben eine echte Gefahr, dass die Religionsfreiheit auf der einen Seite zu einer Subkategorie der Meinungsfreiheit entwertet wird und dass auf der anderen Seite die Religionsfreiheit möglicherweise zu einer Subkategorie von Rassismusbekämpfung entwertet wird. Also sie jedenfalls in ihrem menschenrechtlichen Anspruch ermäßigt wird, vielleicht sogar aus dem Kanon legitimer Menschenrechte zunehmend herausgedrängt wird. Und selbst innerhalb der Menschenrechtsgemeinde, ich sage es noch einmal, gibt es die Tendenz, die Religionsfreiheit zunehmend eher als ein Hindernis zu betrachten. Wenn es darum geht, Meinungsfreiheit, oh Gott, da kommt jetzt die Religionsfreiheit wieder in die Quere, wo dann anscheinend Empfindlichkeiten herangezüchtet werden. Alles Unsinn, aber die Wahrnehmung ist dennoch da. Oder wenn es gar um Gender Debatten geht, Antidiskriminierungsprojekte, die sich mit Gender-Themen beschäftigen, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, aber auch neuere Debatten um Gender, Identität, sexuelle Orientierung. Lass mich um Gottes Willen fast in Ruhe mit der Religionsfreiheit. Also die Religionsfreiheit kommt sozusagen in erster Linie als ein vermeintliches Hindernis vor, auch in der Human Rights Community die Tendenz, da nicht allzu sehr dran rühren zu wollen. Vieles davon basiert auf fundamentalen Missverständnissen. Und deshalb jetzt der zweite Teil, Klarstellungen. Klarstellungen, was ist nämlich die Religionsfreiheit als Menschenrecht? Was bedeutet es, die Religionsfreiheit als Menschenrecht ernst zu nehmen? Da will ich jetzt vier Punkte machen. Der erste Punkt, der Rechtsträger der Religionsfreiheit sind nicht die Religionen, sondern Menschen. Bei Menschenrechten, das klingt fast tautologisch, aber man muss es trotzdem einen Moment mal reflektieren. Die Träger menschenrechtlicher Ansprüche sind Menschen als Individuen, aber immer auch natürlich im Zusammenschluss mit anderen. Alle Menschenrechte haben auch eine ganz klare kommunitäre Dimension. Das gilt für die Religionsfreiheit in ausgeprägtem Sinne. Gilt für alle Menschenrechte letztlich. Also es sind die Menschen. Religion kommt natürlich vor. Alles, was Religion betrifft, kommt vor in diesem Menschenrecht. Wahrheitsansprüche, Rituale, religiöse Sozialisationsprozesse, gemeinschaftliche Praktiken, religiöse Infrastruktur, alles kommt vor, aber es kommt alles indirekt vor. Also rechtliche Anerkennung, rechtlicher Schutz gilt nicht einem religiösen Wahrheitsanspruch oder der Ehre der Religion, sondern rechtlicher Schutz kommt zu der Würde, der Freiheit, der Gleichberechtigung von Menschen, eben auch in diesem Feld von Religion und Weltanschauung. Und das ist sozusagen der spezifisch menschenrechtliche Ansatz. Das heißt übrigens nicht, dass man Religion nicht ernst nimmt, ganz im Gegenteil. Gerade wenn man Religion ernst nimmt, man kann sogar sagen, je mehr man sie ernst nimmt, desto deutlicher wird doch eins, dass nämlich Religion in ihren Wahrheitsansprüchen, in ihren Ritualen, in ihren Sinnentwürfen in höchst unterschiedliche und oft inkompatible Richtungen geht. Religion ernst nehmen heißt Pluralismus ernst nehmen. Und wenn man sozusagen Religion als solche schützt, Wahrheitsansprüche schützt, dann kommt das immer ins Gehege mit Pluralismus. Unmittelbar das Nachsehen haben Angehörige von Minderheiten, die dann oft sehr drastisch diskriminiert werden. Letzten Endes würde ich aber sagen, auch die Mehrheitsreligionen, auch die in dieser Weise unter staatliche Kuratell gestellten Religionen gehen letzten Endes dabei in ihrer Glaubwürdigkeit kaputt.
Ja? Deshalb also dieser Ansatz, Menschen zu schützen, aber hier Menschen in ihren religiösen, weltanschaulichen Überzeugungen und überzeugungsgetragenen Praktiken. Zweiter Punkt von den vier Punkten. Ja, es geht nicht nur um den Menschen, es geht um alle Menschen. Menschenrechte sind universalistische Rechte. Es sind die Rechte, die dem Menschen zukommen als Mensch. Und auch für die Religionsfreiheit gilt dieser menschenrechtliche Universalismus. Es ist ein Irrtum zu meinen, die Religionsfreiheit privilegiere den Homo religiosus. Nein, sie schützt alle Menschen. Und das ist dann doch der Anlass, sich nochmal klarzumachen, der vollständige Titel dieses Rechts ist etwas umständlich, deshalb verwenden wir meistens die Kurzformel Religionsfreiheit. Der vollständige Titel heißt nämlich Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Freedom of Thought, Conscience, Religion or Belief. Also der Anwendungsbereich geht weiter als das, was der Begriff Religionsfreiheit signalisiert. Vor 20 Jahren hat der UN-Ausschuss, für das Monitoring des Pakts über bürgerliche und politische Rechte zuständig ist, in sehr klare Worte gefasst, nämlich, ich zitiere, Article 18, das ist der entsprechende Artikel, protects theistic, non-theistic, and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. Muss ich nicht übersetzen, ne? Also, ja, also sehr weite Anwendung, weiter als man es gemeinhin denkt. Das wirft natürlich die Frage auf, ob das dann nicht ins Inflationäre abrutscht. Und die Gefahr besteht tatsächlich. Also beispielsweise habe ich mir erzählen lassen, in Holland, da gäbe es so ein paar Betreiber von Coffeeshops, ja, wo ja Drogen verkauft werden, die auf die pfiffige Idee gekommen sind, lassen wir uns so als Religionsgemeinschaft registrieren. Ne? Also da kann der Staat uns so schnell nichts mehr. Okay, da muss man aufpassen. Ne? Oder haben Sie vielleicht mitgekriegt, in der Tschechischen Republik, die fünftgrößte Religionsgemeinschaft sind die Star Wars-Anhänger. Ne? Okay, weiß man auch nicht genau, kommen die jetzt in den Schutzbereich der Religionsfreiheit? Ich hätte meine Zweifel. Oder die Geschichte mit den Pastafaris, die das große Spaghetti-Monster anbeten, das ist eigentlich eine Farce, um deutlich zu machen, Religionsfreiheit führt in Absurditäten. Das ist unter Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit übrigens sehr ernst zu nehmen, als Religionsfreiheit aber gerade nicht. Ne? Also die Pastafaris, die sie ja mit einem Nudelsieb auf dem Kopf abbilden lassen wollen, okay, ganz pfiffig, ist das Religionsfreiheit? Ich würde sagen, nein. Und zwar deshalb nicht, bei aller Offenheit, und bei aller Notwendigkeit, sozusagen essentialistische Religionsbegriffe zu überwinden, wenn man den Universalismus ernst nimmt. Wir brauchen eben doch Kriterien und die finden wir Gott sei Dank, nämlich, ich sage viel zu oft Gott sei Dank, bitte zitieren Sie mich nicht dafür, die finden wir tatsächlich etwa im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der eine Formel gebracht hat, nämlich damit eine bestimmte Position als Belief gelten kann, muss sie a certain degree of cogency, Seriousness, Coherence and Importance aufweisen. Cogency, das geht also um was Existenzielles. Cogency. Nicht um irgendeine verrückte Idee, die ich mal habe. Ne? Coffeeshop als Religionsgemeinschaft anmelden. Seriousness, ist klar. Coherence, auch Lebenspraxis. Also es ist auch mal in Straßburg jemand gescheitert, der immer freitags Moslem war, samstags Jude, jetzt können Sie sich vorstellen, was sonntags war, genau, Christ, ja, um alle Benefits einzustreichen. Also da kann man sich auch die Frage, ist das unter Gesichtspunkt der Coherence wirklich überzeugend? Ja, und dann eben auch Importance. Also gegen Trivialisierung kann man Kriterien finden, dennoch bleibt es da bei der Notwendigkeit, einen offenen Begriff zu haben, nämlich klarzumachen, der Anwendungsbereich der Gesellschaft, der Religionsfreiheit sind die existenziellen, cogency, Grundüberzeugungen, die auch lebenspraktisch sich darstellen, religiöse Überzeugungen, klassische religiöse Überzeugungen, aber auch nicht religiöse Grundüberzeugungen, auch weltanschauliche Überzeugungen. So, dritter Punkt, der vorletzte von diesen vieren, Freiheit. Bei der Religionsfreiheit handelt es sich, wie übrigens bei allen Menschenrechten, um Freiheitsrechte. Es ist ja in diesem Fall auch schon im Titel des Rechts ganz klar drin. Und zwar Freiheit in einem sehr umfassenden Sinne. Es ist die Freiheit der Sinnsuche von Menschen. Es ist die Freiheit, bei der Sinnsuche zu unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen oder auch zu gar keinem Ergebnis. Es ist die Freiheit, die Überzeugung zu kommunizieren, auch dafür zu werben.
die Freiheit, den eigenen Glauben auf die Probe zu stellen. Ernsthaftigkeit von Glauben kann ja auch heißen, ins Grübeln zu kommen, zu zweifeln, manchmal die Konsequenz zu ziehen, zu wechseln, auszutreten. Die Freiheit, andere zum Austritt, Übertritt, Eintritt zu überreden, natürlich friedlich, ja, kein Zwang. Die Freiheit, Kinder zu sozialisieren, auch rituelle Sozialisation, Erziehung. Die Freiheit, sich mit anderen zusammenzuschließen, Gemeinden zu bilden, natürlich auch in ganz traditionellen Gemeinden beheimatet sein und bleiben zu wollen, aber auch Neues auszuprobieren. Die Freiheit, aber auch Infrastruktur aufbauen zu können. Religiöse Schulen, religiöse Medien, Infrastruktur, die gerade Minderheiten oft vorenthalten bleibt, was eine Frage dann auch des langfristigen Überlebens sein kann. Also sehr weite Freiheitsbereiche. Und wenn man sich das dann anschaut, in Artikel 18 des Pakts über bürgerliche und politische Rechte, wird dann auch ganz klar deutlich, es geht um individuelle Freiheit, genauso wie kommunitäre Freiheit. Es geht um private Sphäre, Religion kann ja etwas höchst Privates, gerade so Intimes sein, aber eben auch um öffentliche Manifestationen, auch die öffentliche Dimension, ganz klar mit drin. Freiheit heißt nicht grenzenlose Freiheit, eine grenzenlose Freiheit würde sich ja selber aufheben, deshalb die Frage nach den Grenzen, immer ganz empfindlicher Punkt. Ganz grob gesagt, die Pointe bei allen Menschenrechten ist die, dass nicht der Freiheitsgebrauch begründungspflichtig ist, sondern die Beschränkungen, die sind begründungspflichtig. Also wer meint, der Religionsfreiheit, sei es gesetzlich oder wie auch immer, Schranken auferlegen zu müssen, der hat Begründungslast zu tragen. Und zwar nicht nur allgemein, da gibt es sogar Kriterien, die ich im Einzelnen nicht aufführen will. Gesetzliche Grundlage, legitimes Ziel, Verhältnismäßigkeit und so weiter und so fort. Also ne, der, damit deutlich wird, auch in Konfliktfällen, und Konflikte gibt es, Menschenrechte sind ja keine Win-Win-Situation, wo die verschiedenen Ansprüche sich immer nur wechselseitig positiv befördern. Auch in Konflikten zwischen verschiedenen Rechten, hier die Substanz muss gewahrt sein. Und übrigens das Forum Internum unterliegt keinen legitimen Einschränkungen. Auch für die noch so nobelsten Ziele, weil selbst wenn es um Gender Promotion geht, da, auch da ist aufzupassen, dass das nicht zu Gewissenszwang in der Schule oder sonst was führt. Also das ist ein ganz zentraler Bereich und wird oft nicht ernst genug genommen. So, letzter Punkt dabei, bei den Klarstellungen, und dann kommen die kurzen Antworten, ich merke, einige schauen auf die Uhr, wird aber nicht mehr so lange dauern. Letzter Punkt, Gleichheit. Jedes Menschenrecht hat auch eine Gleichheitsdimension. Das Prinzip der Nichtdiskriminierung ist ein Strukturmerkmal der Menschenrechte und eben auch der Religionsfreiheit. Und Gleichheit heißt jetzt natürlich nicht alle über den Leisten schlagen, so nach dem Motto, auch Muslime dürfen Glocken läuten. Nee, die wollen gar keine Glocken läuten. Also Gleichheit natürlich auf der Grundlage des Respekts vor dem jeweiligen Selbstverständnis der Betroffenen. Also Gleichheit heißt in diesem Fall gleiche Anerkennung dessen, dass Menschen auch in ihrer Besonderheit respektiert werden wollen. Aber genau dies soll eben nicht das Privileg der Altetablierten sein, sondern allen zugutekommen. Und das ist richtig schwierig. Es ist richtig schwierig, vielleicht bei keinem Menschenrecht schon konzeptionell so schwierig wie bei der Religionsfreiheit und in der Praxis erst recht. Eins heißt es jedenfalls auch, dass der Staat, um gleichberechtigt umgehen zu können mit der Vielfalt der religiösen, weltanschaulichen Überzeugungen, einen offenen Rahmen schaffen muss, eine offene Infrastruktur schaffen muss. Das heißt, Staatsreligion ist immer verdächtig. Also Staatsreligion ist völkerrechtlich nicht verboten, da gibt es sozusagen Spielräume, keine klare Norm, aber wenn man von der Logik der Religionsfreiheit ausgeht, wenn man die Religionsfreiheit zusammensieht mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung, wird man sagen müssen, im Ergebnis wirft Staatsreligion immer eine Menge kritische Fragen auf. Übrigens, Staatsreligion kann natürlich sehr unterschiedliches heißen, das ist in Norwegen anders als in Iran, und aber auch Nichtstaatsreligion kann immer noch sehr unterschiedliches heißen, deshalb also auch Systeme, die keine Staatsreligion haben, die können dann noch in der Praxis der Religionsfreiheit, also nicht, dass man denkt, da hätte man schon die Unbedenklichkeit. Manchmal kann ja der Säkularitätsbegriff selber geradezu an die Stelle der Religion treten. Säkularität kann einerseits heißen, verfassungsrechtliche Arrangements zur Garantie von Offenheit, aber Säkularität kann auch heißen, sozusagen Ersatzreligion auf
auf demselben Anspruchsniveau kognitive Ansprüche, wenn man so will, und diesen Raum auch wieder füllen. Und manchmal kann es ja auch sein, dass über Begriffe wie Kultur der Raum okkupiert wird, wenn es dann heißt, okay, also die Ausdifferenzierung von Religionsgemeinschaft und Staat ist etwas, was nur auf dem kulturellen Horizont, im kulturellen Horizont des Christentums möglich war. Ergo, über den Kulturbegriff wird sozusagen diese Offenheit dialektisch schon wieder leitkulturell partiell kassiert. Ja? Also das heißt, da muss man aufpassen, unter allen Vorzeichen besteht immer wieder das Risiko, dass diese Offenheit, auch sei es ideologisch, kulturalistisch oder anders wie gefüllt wird, zu Lasten der gleichberechtigten Koexistenz, auch von religiösen, weltanschaulichen Minderheiten. Riesengroßer Anspruch. Aber jedenfalls im Ergebnis der Klarstellungen, die Religionsfreiheit partizipiert vollständig an der Grundstruktur der Menschenrechte überhaupt, kann man ganz knapp zusammenfassen, im ersten Artikel der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, kennen Sie alle auswendig, haben Sie schon oft gehört, alle Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren. Das ist das programmatische Profil der Menschenrechte, das ist auch das programmatische Profil der Religionsfreiheit. Alle Menschen, der Mensch als Rechtssubjekt, und zwar universalistisch gedacht, frei, gleich an Würde und Rechten. Also, und so ist dieses Recht zu verstehen. Das deutlich zu machen heißt, man legt sich mit einer ganzen Menge Leute an, die das irgendwie verbiegen wollen, auch in der UNO. Jetzt kommen meine Antworten, keine Sorge, relativ kurz. Nämlich Antworten auf, sagen wir mal, die beiden Grundtypen von Anfrage, die ich am Anfang skizziert habe, jetzt aber in umgekehrter Reihenfolge, nämlich zunächst, was kann man denn eigentlich denen sagen, die aus religiösem Traditionalismus heraus Schwierigkeiten haben mit der Religionsfreiheit? Ein praktisches Problem in ganz großen Regionen der Welt, in Europa jetzt vielleicht nicht so sehr, aber übrigens auch in Europa. Also wenn man Russland zu Europa zählt zum Beispiel oder Moldawien, wo ich meine Country Mission gemacht habe, das ist noch sehr, sehr, sehr präsent. Oder wieder. Was kann man sagen? Ja, ich glaube, eine Möglichkeit einzusteigen und deutlich zu machen, wäre folgende. Gerade diejenigen, die die Religion lieben, sollten, wenn sie die Religion lieben, die alte Gleichung von Territorium und Religion aufkündigen. Also unser Territorium, unsere Religion. Das ist unser Land, das ist ein orthodoxes Land, ein orthodoxer Staat, ein islamischer Staat oder wie auch immer. Denn diese Gleichung ist, ich sage das jetzt mal ganz moralisierend, Verrat auch an den eigenen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern, die anderswo leben. Es gibt keine Religionsgemeinschaft, die nicht irgendwo Minderheiten hat, anderswo. Und gerade wenn Leute sagen, meine Religion ist mir so wichtig, dann, okay, gerade dann, wem die Religion wichtig ist, wem auch gelegen ist an der Solidarität mit den eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern, ich bin nicht beim Universalismus der Menschenrechte hier, der kann glaubwürdig nur eintreten für Minderheiten, auch der eigenen Gruppe, wenn er diese Gleichung aufgibt. Wenn er aufgibt, diese Gleichung Territorium, Religion, Staat, Religion, Durchsetzungsmacht zugunsten von Wahrheit, zugunsten von Identität, wir sind wir. Nein, gerade nicht. Religion schützen unter Mitteln, also unter den Gegebenheiten der Moderne, kann nicht heißen, mit rechtlichen Mitteln religiöse Ehre, religiöse Identität oder sonst wie was protegieren, sondern muss laufen über das Empowerment von Menschen, glaubwürdig nur zu leisten, von allen Menschen. Und die Konsequenzen dessen, die muss man erst einmal verarbeiten. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, das hat eine innere Plausibilität, der sich eigentlich kaum jemand mit guten Argumenten und mit guten Gefühlen verweigern dürfte. So, jetzt die andere Seite. Was ist denn denen zu sagen, die von der Freiheit herkommen, aber sich schwer tun mit Religionsfreiheit, also einem Menschenrecht, das ja keineswegs exklusiv, aber eben doch auch das Thema Religion in diesem spezifischen Modus des Empowerments von Menschen auch fördert, indirekt fördert. Was ist denen zu sagen?
Vor 20 Jahren hat die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz eine Formel gebracht, wonach alle Menschenrechte unteilbar sind, sich also wechselseitig irgendwie aufeinander beziehen. Und ich glaube, da ist viel dran. Wenn wir ein Menschenrecht rauskicken aus dem Kanon der Menschenrechte, dann bleibt nicht nur eine Lücke, es verschiebt sich das Ganze. Nehmen wir also an, die Habeas Corpus-Rechte wären weg, ne? Rechte auf faires Gerichtsverfahren. Es würde von den Menschenrechten nichts mehr übrig bleiben. Das Gesamt der Menschenrechte wäre im Modus vollkommen verändert. Es handele sich dann nämlich um staatliche Gnadenakte. Das Ganze der Menschenrechte wäre kaputt. Wenn man die Meinungsfreiheit rausnimmt, also rein imaginär, rein in der Fantasie, hypothetisch, es würde nichts mehr übrig bleiben, wenn Menschen nicht öffentlich eintreten könnten für ihre Rechte. Es würde alles sich verändern, es würde nicht nur eine Lücke klaffen. Ich bin davon überzeugt, genau dasselbe gilt auch für die Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit herauszunehmen aus dem Gesamt der Menschenrechte würde das Ganze verändern. Es würde das Ganze verändern, es würde das Anspruchsniveau herabsenken. Es würde übrigens auch das Anspruchsniveau öffentlicher Debatten herabsenken. Wir haben ein bisschen bei der Beschneidungsdebatte davon übrigens erlebt. Ich fand das wirklich erschreckend. Auch da, wo es schwierig wird, menschliches Leben ist manchmal schwierig und auch die verschiedenen Menschenrechte sind nicht einfach Win-Win-Situationen. Aber ich würde eben sagen, auch für feministische Antidiskriminierungsagenten gehört die Religionsfreiheit an Bord genommen. Und zwar als Bestandteil des eigenen feministischen Qualitätsmanagements, damit Feminismus eben nicht zum simplen, populären, populistischen Kopftuch-Bashing abgleitet, was ja die meisten Feministinnen auch ziemlich schlecht finden. Ja, aber die Gefahr besteht ja, können wir besichtigen, damit das nicht passiert. Auch der Eintritt für die Rechte von Schwulen und Lesben, da bin ich übrigens ganz auf deren Seite, ja, muss Religionsfreiheit an Bord nehmen, als wiederum Bestandteil des eigenen Qualitätsmanagements. Und das Eintreten für Meinungsfreiheit genauso. Das ist übrigens deutlich geworden jetzt in einem Aktionsplan, den die UNO kürzlich erst im Februar gerade lanciert hat, den Rabat Plan of Action, wo es darum geht, Religionshass zu bekämpfen. Religionshass zu bekämpfen, indem man tatsächlich Synergien stiftet zwischen den verschiedenen Rechten. In diesem Fall übrigens zwischen Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Wir sind auch immer gemeinsam aufgetreten dabei, die verschiedenen Rapporteurs, die für diese Rechte stehen. Synergien stiften wird nicht immer funktionieren, aber man muss es immer probieren. Ich glaube, einfacher geht es nicht. Auch eine freiheitliche Gesellschaft kann ohne Religionsfreiheit, und das sage ich jetzt für auf unserer Breiten besprochen, ihr menschenrechtliches Niveau, ihren eigenen Anspruch nicht durchhalten. Und deshalb müssen wir eintreten für dieses Recht. Und es gibt wunderbare Argumente dafür. Ganz herzlichen Dank.